Florian, wir haben eine weitere Frage aus der Community und zwar geht es diesmal um das Organisatorische. Die Frage lautet, wie bekommst du bitte als Rechtsanwalt alles unter einen Hut? Wie geht das? Ja, und das setzt jetzt einmal voraus, dass man alles unter einem Hut hat, das nicht vielleicht eine Illusion sein könnte. Na, als Rechtsanwalt ist es schon wichtig, dass man vor allem die Fristen im Blick hat. Es ist als Rechtsanwalt auch sehr wichtig, dass man in der Kanzleiorganisation besonders auf Ordnung oder auf auch eine gute Organisation der Abläufe Wert legt, weil man muss sich das so vorstellen, wenn jetzt mehrere hundert Akten gleichzeitig offen sind, sind das so wie eigene Welten oder eigene Handlungsstränge. Da kann überall was passieren, das muss man im Blick haben und es kann sein, dass wo was zu tun ist, zu erledigen ist. Da ist es schon wichtig, dass man da dass das System stimmt, dass man gut organisiert ist. Und gibt es da für dich gewisse Tools, die dir die Organisation erleichtern? Ja, unbedingt. Also das ist auch ganz wichtig, dass das auch gemeinsam eingehalten wird bei uns im Team. Gewisse Dinge, die sehr altmodisch wirken vielleicht, wie ein Fristenbuch, wo Fristen eingetragen sind. Aber es gibt immer wieder Situationen, wo das Internet ausfällt oder wo die EDV ausfällt. Und da lobe ich mir das gute alte Fristenbuch, wo man dann auch nachschauen kann, wenn der Bildschirm schwarz bleibt. Natürlich ist auch ganz wichtig, dass man in den Akten ein Wiedervorlagesystem hat. Also wann muss ich welchen Akt wieder bekommen, damit ich ihn zügig weiter bearbeiten kann? Also was kann ich tun, damit es schnell weitergeht? Aber auch was hilft mir? Was ist ein Helferlein, dass ein Akt nicht in Vergessenheit gerät? Ich glaube sowieso, dass es ganz wichtig ist für einen guten Anwalt, dass er den Akt im Kopf hat oder dass er keinen Akt vergisst, weil für mich sind es mehrere Akten, die ich bearbeite, aber für den unter die Mandanten, für den Mandanten oder für die Mandantin ist es so, dass das meistens die wichtigste Angelegenheit ist. Und das ist mir dann auch ein wichtiger Auftrag, dass ich das genauso wichtig empfinde, diesen Akt wie auch der Mandant. Das heißt, wir sind immer vorbereitet. Sowieso, Lisa. Danke dir. Dankeschön.